Heute will ich mal wieder mit euch über den Amateurfußball sprechen. Der TSV Wasserburg, also dieser Verein hier, legt einen brutalen Durchmarsch hin. 5 Aufstiege in 5 Jahren. So eine Serie haben weder RB Leipzig noch 1899 Hoffenheim geschafft. Trotzdem, die Wasserburger Löwen sind genau das Gegenteil. Mit wenig Geld wird da der Erfolg eingetütet. Ihr habt euch ein Video zu diesem Thema gewünscht und ich will vor allem 2 Fragen klären. Was ist das Erfolgsrezept und wie weit nach oben wird's noch gehen? Das alles jetzt. Direkt zu Beginn gibt's noch einen kleinen Funfact von mir. Ich bin früher in Wasserburg in die FOS, also in die Fachoberschule gegangen. Ey, das ist schon ewig her, die gute alte Zeit, ne? Naja, klären wir doch mal als erstes, wo Wasserburg überhaupt liegt. Die kleine Stadt ist 55 Kilometer östlich von München. Dort leben ca. 12.500 Einwohner und die Altstadt ist eine Halbinsel, die vom Inn umzingelt ist. Genau dort ist auch der TSV zu Hause. Das Stadion liegt wirklich direkt am Inn, ab und zu fliegt also mal ein Ball ins Wasser. 1920 wurde die Fußballabteilung gegründet, man war so ein ganz normaler Amateurverein ohne große Ambitionen. Und eins will ich hier mal klarstellen, es gibt auch heute keinen großen Investor. Dazu meinte der Abteilungsleiter des TSV, Zitat, wer Geld verdienen möchte, ist bei uns fehl am Platz. Wir wollen bodenständig bleiben, das wissen auch unsere Fans zu schätzen. Und trotzdem, es geht im Amateurfußball rasant nach oben. Wie gesagt, 5 Aufstiege in 5 Jahren, davon sogar 4-mal als Meister. Quasi, und das muss man so sagen, aus dem Nichts. Also, wie ist sowas möglich? Tja, ehrlich, der TSV Wasserburg hatte einfach verdammt viel Glück. Der Eckpfeiler ist nämlich die Familie Haas. Sie hilft zwar nicht finanziell, aber sportlich ist sie wirklich der Eckpfeiler des gesamten Kaders. 2014 hat diese neue Ära begonnen. Es kamen insgesamt 4 sehr gute Spieler zum Verein. Jungs, die früher das Ziel hatten, Profi zu werden, es aber ganz knapp nicht schafften. Die Idee, zum TSV zu gehen, hatte Matthias Haas, ein Junge aus der Region. Mit den B-Junioren des FC Bayern holte er mal die deutsche Meisterschaft und dazu durfte er auch den Adler auf der Brust tragen. Bei der U17-Weltmeisterschaft 2007 war er mit dabei, da landete die Nationalmannschaft auf Platz 3. Nun ja, als erstes überzeugte Matthias seinen guten Kumpel Niki Wiedmann. Er spielte früher in der Jugend des VfB Stuttgart und beim FC Basel. Ich habe die beiden vor kurzem getroffen und mit ihnen über das Projekt TSV geredet. Dorthin zu gehen hatte vor allem einen Grund. Wir hatten nicht mehr den Spaß, den wir am Fußball eigentlich immer hatten. Wir haben damals in Rosenheim gespielt, noch in der Regionalliga. Und ja, der Aufwand, den wir damals hatten, gepaart mit dem Spaß, den wir nicht mehr hatten, führte zu unserer Idee. Neben ihm kamen noch andere Jungs aus der Familie Haas zum Club. Kurios daran ist, Dominik Haas hat man in der Sauna davon überzeugt zu kommen. Da haben sie einfach ein paar Bier getrunken und offensichtlich war er sofort Feuer und Flamme, was das Projekt angeht. Auch er spielte in der Jugend des FC Bayern und wurde dort deutscher A-Juniorenmeister. Dazu stand Georg Haas im Tor, das ist der Cousin. Er spielte davor auch schon höherklassig. Ein Jahr später kam dann ein riesengroßer Hochkaräter. Der größte Transfer quasi der ganzen Vereinsgeschichte, Leonard Haas. Vielleicht kennt ihn ja der ein oder andere. Er hat über 100 Mal in der zweiten Bundesliga gespielt und zwar für den FC Augsburg, Greuther Fürth und den FC Ingolstadt. Jetzt ist er übrigens der Trainer des TSV Wasserburg. Kleiner Funfact, das Amt hat er von seinem Onkel Christian Haas übernommen. Also wie gesagt, die ganze Familie steckt da irgendwie im Verein drin. Logisch, die Qualität des Kaders war plötzlich brutal gut, man war deutlich besser als die Konkurrenz. Und trotzdem, keiner, also wirklich niemand, hat mit 5 Aufstiegen in 5 Jahren gerechnet. Der Plan sah nämlich ganz anders aus. Also damals, als die Idee entstand, dass wir nach Wasserburg gingen, haben wir gesagt, es wäre mal cool, wenn wir den Ausstieg in die Bezirksliga schaffen würden. Genau, also von A-Klasse in die Kreisklasse, in die Kreisliga, in die Bezirksliga. Also 3 Ausstiege, das war eigentlich so, ja, das wäre Wahnsinn, wenn wir da Wasserburg etablieren könnten. Klar, um Erfolg zu haben, musste der Kader Stück für Stück verbessert werden. Trotzdem gab es nie einen krassen Umbruch. Da habe ich eine interessante Statistik für euch. Als man letzte Saison den Meistertitel in der Landesliga fix machte, standen 7 Spieler auf dem Platz, die bereits in der Kreisklasse mit dabei waren. Krass, oder? Interessant ist auch das Konzept. Beim TSV sollen die besten Talente aus der Region spielen. Auffällig ist, die meisten kommen aus Rosenheim und das hat vor allem einen Grund. Es bringt dir auch nichts, wenn du Spieler holst, die einfach mal eine Dreiviertelstunde hierher fahren und danach wieder rausfahren. Die kriegen ja gar nicht den Flair von der Stadt mit, was es überhaupt ausmacht, hier für den Verein zu spielen. Und ich glaube, ich würde auch lieber vor
800 Zuschauern spielen als vor 200 Zuschauern. So eine kleine Spitze nach Rosenheim mitzugeben. Zu den Fans kommen wir gleich. Lass uns jetzt noch mal ein bisschen ausführlicher über das sportliche Konzept reden. Bei Neuzugängen wird vor allem auf den Charakter geschaut. Die Jungs sollen eine Persönlichkeit haben. 2017 hat man das gesehen. In der Kreisliga verpasste der TSV die Meisterschaft und genau das war ein Schlüsselmoment. So musste der Club nämlich in die Relegation. Erst gegen die TuS Traunreut und dann gegen die BSG Taufkirchen. Vier enge Spiele, ein echter Kampf und ein Charaktertest. Tja, am Ende ist es gut ausgegangen. Wie gesagt, viele junge Spieler aus der Region kommen zum TSV Wasserburg. Auffällig ist, sie brauchen kaum Zeit, sich an den neuen Verein zu gewöhnen und liefern sofort Top-Leistungen ab. Da gibt es ein kleines Erfolgsrezept bzw. ein Ritual, um die Spieler am besten zu integrieren. Wir hören nach dem Sieg zum Beispiel hier in der Kabine immer Don't Stop Believin' von Journey. Und wir ziehen immer alle unsere Trikots aus und wedeln in der Luft rum. Und bei einer Stelle, wo quasi angebracht wäre, jetzt mit der E-Gitarre zum Spielen, spielt immer der, in Anführungszeichen, Spieler des Tages, der vielleicht neu dazugekommen ist. Und letztes Mal hat es einer gemacht, der seine erste Bayernliga-Minute gehabt hat, ein junger Spieler. Und ich glaube, wir geben halt einfach jedem das Gefühl, dass er halt ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft ist. Dazu gibt es viele Mannschaftsabende, Teamessen, man kocht zu Hause, geht aufs Herbstfest etc. Bringen wir es also mal auf den Punkt, der TSV ist eine Wohlfühloase. Wichtig ist hier natürlich auch die Frage zu klären, was für eine Art von Fußball spielt der Verein? Das Ziel ist, attraktiven Fußball zu zeigen. Viel Ballbesitz, die Fans sollen begeistert werden, gerne auch mit vielen Toren. Kurios daran ist, der beste Torjäger ist nicht irgendein Stürmer, nee, das ist Matthias Haas, also der Innenverteidiger. Das hat einen einfachen Grund, er schießt nämlich die Freistöße und Elfmeter. Zu Beginn der Saison hat er auch deshalb in einem Spiel einen Viererpack erzielt. Insbesondere sein linker Schlappen ist richtig klasse. Wieso das so ist, hat er mir erzählt. In meiner Zeit als vermeintlicher Profi, wo ich noch Profi werden wollte, habe ich relativ viel trainiert, auch Standards. Ich würde jetzt vielleicht im Nachhinein anders machen, dass ich mal ein bisschen mehr an meinen Schwächen gearbeitet hätte und nicht nur an das, was ich eigentlich schon konnte, aber da habe ich das vielleicht noch mal ein bisschen mehr perfektioniert. Aktuell hat er 9 Saisontore auf seinem Konto. Ey, wir sind noch relativ am Anfang der Saison, von so einer Ausbeute kann doch manch Stürmer wirklich nur träumen. Nicht nur deshalb ist er ein so wichtiger Teil des Teams. Beim TSV Wasserburg gibt's, und das kann man tatsächlich so sagen, einen sehr guten Mix aus Jung und Alt. 2014, als Haas zum Verein kam, war er einer der Jüngsten im Kader. Jetzt gehört er mit seinen 29 Jahren zu den Ältesten. Das zeigt auch der Altersdurchschnitt, der liegt bei 24,5 Jahren. Das Team hat auf jeden Fall riesiges Potenzial und vor allem Zukunft. Tja, trotz alledem ist Geld ein wichtiges Thema. Wie gesagt, es gibt keinen reichen Investor. Stattdessen helfen viele kleine Sponsoren aus der Region. 60 bis 70 sollen es aktuell sein. Eine wichtige Einnahmequelle sind hier natürlich auch die Fans. Bei Heimspielen ist das Stadion in der Altstadt rappelvoll. Beim Topspiel gegen den FC Pippenried, also gegen den Tabellenführer, waren 1400 Leute da. Generell hat kein anderes Team in der Liga so viele Zuschauer. Das schaut halt hier auf dem Altstadt-Sportplatz extrem viel aus. Und ist dann schon echt eine besondere Atmosphäre mit Flutlicht, mit allen Menschen da drumherum und auch die Begeisterung. Also die gehen von Spiel zu Spiel mehr mit und ja, es wäre schön, wenn es noch mehr wären und die Begeisterung noch größer wird, aber wir sind schon echt happy mit dem, was momentan passiert hier. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie geht's weiter? Der nächste logische Schritt wäre, tja, der 6. Aufstieg in Folge, oder? Ja, das würde heißen, dass der TSV Wasserburg nächste Saison in der Regionalliga Bayern spielt. Aber, naja, wie realistisch ist das überhaupt? Im Club versucht jeder, die Erwartungen so ein bisschen nach unten zu schrauben. Seit Jahren wird jeweils gesagt, ja, man will sich erstmal in der Liga etablieren, stabilisieren und akklimatisieren. Und so sieht's auch jetzt aus. Das wäre echt vermessen zu sagen und das sage ich jetzt nicht aus Understatement oder wie auch immer, über einen Aufstieg zu reden. Ich glaube, dass das schwer ist, uns zu schlagen, weil wir eine gute Mannschaft sind und dann schauen wir halt, was am Ende dabei rauskommt, aber Aufstieg ist tatsächlich kein Thema bei uns. Da habe ich jetzt noch direkt ein Funfact für euch. Der Fußball ist nämlich gar nicht die erfolgreichste Abteilung beim TSV. Die Basketballfrauen spielen in der Bundesliga und sind da ein echtes Top-Team. 11-mal Deutscher Meister, 9-mal Pokalsieger. So erfolgreich werden die Fußballer wahrscheinlich nie, aber hey, das ist auch überhaupt nicht schlimm. Das Ziel ist, im oberen Amateurbereich zu spielen. Da frage ich mich nur, na gut, wie abhängig ist man denn von der Familie Haas?
Dominik ist der Kapitän und bereits 35 Jahre alt. Matthias ist ein bisschen jünger, 29, aber früher oder später werden beide ihre Karrieren beenden. Klar ist, es gibt keine Garantie, weiter Erfolg zu haben. Gleichzeitig ist aber auch wichtig zu sagen, der Verein ist gut aufgestellt, eben dank der vielen Talente. So kommen wir dann auch zum Fazit. Aktuell steht der TSV Wasserburg in der Bayernliga Süd auf Platz 2. Das heißt, sollte das so bleiben, müsste man in die Relegation und dort um den Aufstieg spielen. Die Saison ist noch lang, also es ist bei weitem noch nichts fix. Aber das Projekt TSV Wasserburg zeigt, worum es im Fußball eigentlich gehen sollte. Ein paar Freunde wollten wieder Spaß am Fußball haben, die Liebe zum Sport nicht verlieren. Deshalb kicken sie als Hobby neben ihrem Beruf beim TSV. Sie legen so den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft des gesamten Vereins, denn der TSV Wasserburg ist jetzt eine etablierte Adresse für die besten Talente aus der Region. Deshalb ist das hier gerade eins der interessantesten Fußballprojekte, die wir in Deutschland haben.